Und damit willkommen zu einem neuen Part von Mario und Luigi Dream Team Brothers. Wir dürfen seit dem letzten Part paar Attacken ausführen, die megamäßig cool sind. Und ja, wir haben hier noch einige Gegner zu besiegen, bevor wir hier erstmal weiterkommen können. Sorry für so ein paar Standbilder. Mein PC macht im Hintergrund gerade Updates, bedeutet, hier und da können jetzt ein paar Lags auftreten. Nur, ich bin aktuell im Studium schon und ich habe so wenig, also viel weniger Zeit jetzt. Bedeutet, ich habe jetzt endlich mal seit ein paar Tagen mal wieder Zeit aufzunehmen. Und gerade natürlich in dem Augenblick werden Updates gemacht. Nicht die anderen Tage, wo der PC an war. Nee, wo ich keine Zeit hatte, so wirklich, wo ich andere Dinge zu tun hatte. Nee, jetzt, wo ich aufnehmen will. Natürlich. Aber ein Glück klappt das anscheinend auch so, ohne dass ich, dass wir so viele Lags haben. Da war gerade ein kleiner Lag. Ups, was war mit Luigi? Das war jetzt natürlich ein bisschen fehlschlag. Und wir müssen bestimmt noch ein paar Bonusaufgaben erfüllen, oder? Zum Beispiel ausweichen. Ausweichen wäre mal nicht schlecht. Oder? Genau, 10-mal ausweichen. Da haben wir bisher keins geschafft, weil wegen, ich habe mich ja gerade treffen lassen. Okay, dann gucken wir mal nochmal. Ich will ja immer noch zurück ins Kissenschloss und da nochmal ein bisschen ausweichen trainieren, dass wir da dann auch nochmal den Erfolg kriegen. Das wäre schon ganz nice. So, gut. Da sind noch weitere Gegner. Springen wir einfach mal mit Mario drauf. Mario hat ja einen schönen Angriff. Da können wir es mit Mario ruhig machen. Und da sieht man, da konnte ich gerade sogar auch auf die Stachelgegner drauf springen, weil der erste, den ich angesprungen habe, war dementsprechend einer ohne Stacheln. So, und warte, zurück. Die mit den Stacheln machen mehr Probleme als diese Nickerchen da. Daher müssen die am ehesten weg, bevor die mir hier meine Ausweichserie zerstören. Sehr schön, sehr, sehr schön. Es kann sein, dass hier ab und zu dann doch nochmal die Aufnahme zusätzlich laggt. Ich hoffe nicht, weil ab und zu scheint die Codierung überlassen zu sein. Dann ist sie aber auch wieder in Ordnung. Ich bin froh, dass ich trotzdem aufnehmen kann. Weil ich habe mein PC jetzt. Jetzt habe ich Standbild. Jetzt ist Standbild. Ach, Windows. PC. Wow. Nach 10 Minuten hat einfach mal das reagiert. Updates für 7 Tage pausieren. Das ist aber nett. Vor 10 Minuten habe ich da drauf geklickt. Gut, auf jeden Fall. Mario hat jetzt ein Level abbekommen. Das ist doch schön. Aber ich habe halt jetzt meinen PC so ein bisschen aufgerüstet. Sodass da dann hoffentlich jetzt alles ein bisschen besser laufen sollte. So, wir könnten Marios KP erhöhen. Wir sehen die gut, wir machen hier noch die KP, weil das hätte Mario auf jeden Fall auch mal verdient. Plus 3 KP. Let's go. Sehr, sehr schön. So, gut, einen Gegner haben wir hier mindestens noch, und zwar da. Und dann gucken wir uns nämlich hier noch ein bisschen weiter um. Wir sind ja weitergegangen, haben ja die Attackenfragmente geholt, aber wir wollen ja immer noch diesen Typen Blöckle irgendwo finden, der ja auch irgendwo sein sollte. Und da kriegt man wieder ein Item. Ja, es kam sehr, also inzwischen ist das Let's Play auch draußen schon, eigentlich eine Weile inzwischen. Aber das Let's Play kommt sehr gut bei euch an. Vielen, vielen Dank dafür. Es macht das, als ich das so gesehen habe, die ersten Parts, die Kommentare. Oh, endlich Part 2, so hat wurde geschrieben. Das ist sehr, sehr schön. Dafür danke ich. Dafür danke ich. Und ich hoffe, ihr seid immer noch am Start. Und seid auch weiterhin am Start, weil ich finde, das ist ein so schönes Spiel, was ich niemals gedacht hätte, dass das so schön ist, das Spiel. Und es macht auf jeden Fall immer noch mega doll Spaß, es zu zocken. Ein Bonbon. Lecker, lecker, lecker. Und ja, das ist auch umso schöner, wenn ihr alle da mit am Start seid. Ja, und hier dieser Blöckle. Nee, nicht der Blöckle, sondern der Typ, der im Kissenschloss, dieser mit dem Schnauzbart. Oh nein. Der hat diese Attacke gemacht. Mist. Ach, Mano! dieser Typ mit dem Schnauzbart. Der ist aus Mario Luigi 3 auch bekannt. Hat er lieber Nam in die Kommentare geschrieben. Nam, vielen Dank dafür. Für den Tipp.
Oder für den Hinweis. Und da geht's ein bisschen. Also hier komme ich noch nicht mit dem Ausweichen so ganz klar. Oh, ja gut. So kann man anscheinend auch ausweichen. Indem man schon vorher auf dem Boden hämmert. Nein. Oh nein, jetzt greift er an. Der ist... Nein! Natürlich. Mit Mario. Treffen lassen. Nicht gut. Das ist natürlich nicht gut. Ob wir hier noch diese Ausweichserie hinkriegen, ich weiß es nicht. Aber ich habe auf jeden Fall dolle Bock, das notfalls aufs Screen nachzuholen und das dann irgendwie reinzuschneiden oder so. Hätte ich eigentlich voll Bock drauf. So, dich hier jetzt auch noch weg. Hast du gut gemacht, Luigi. Und das ist auch dein Level Up. Sehr schön. Jetzt könnten wir bei Luigi mal erhöhen. Vielleicht die Verteidigung so ein bisschen? Guck mal, da sind einige Vierer. Haben wir plus 4, sehr schön. Ah, dass wir da mal ein bisschen Verteidigung für Luigi haben. Ist ja nicht verkehrt. Ist ja nicht verkehrt. Vielleicht könnte man beim nächsten Mal wieder auf Angriff gehen. Zumindest bei Mario. Vielleicht bei Luigi auf KP. Mal gucken. So, was ist denn hier jetzt noch? Da sind Blöcke. Mit einer 5er Münze. Und was ist hier auf der anderen Seite? Wo man ja den Hammer zu braucht. Ein Sirup stellt BB wieder her. Haben wir bisher noch nicht gebraucht. Wir haben ja auch bisher nur eine Fahrattacke eingesetzt. Weil, ja, kostet halt BP. Und ich sehe gerne, wenn der Gegner uns angreift. Damit wir... Oh, wo sind wir denn jetzt gelandet? Aha. Damit wir auch ein bisschen ausweichen können. Sofern das funktioniert. Was ist da los? Alle jubeln da so? Da komme ich aber nicht vorbei. Alles klar, es geht laut Karte nach unten bzw. nach oben. Da unten war ja das Tor zu. Daher muss es für uns jetzt oben weitergehen, würde ich sagen. Das ist auch noch ein anderer Weg. Oh, was ist denn hier los? Der Typ, da ist er. Ich hab's also wirklich geschafft. Hätte ich euch gar nicht zugetraut. Ihr müsst dieses alte Kissen wirklich dringend brauchen, was? Aber wenn ihr mich nicht erwischt, dann kriegt ihr erstmal gar nichts. Also gut, genug gespielt. Ich muss jetzt echt mal wieder arbeiten. Ich muss nur... Oh, so ein Angsthase. Und nein, jetzt verstopft er noch das Ganze. Und wackeln! Im Ernst? Hätte er uns einfach nur das Kissen gegeben, dann... Ich muss doch nur... Bringt sowieso nichts, sich jetzt darüber zu ärgern. Mario Luigi, vielleicht können wir ihm ja helfen. Wenn wir nichts tun, kriegen wir nie das Kissen von Traumwirt. Das ist wirklich so. Okay, Luigi, was ist los? Du meinst, ihr kommt nicht auf den Brunnen hoch? Oh je, mein armer Rücken. Wie können wir die gehen? Vielleicht finden wir ja einen Weg, ihm zu helfen. Das ist ein guter Plan. Das ist ein guter Plan. So, guck mal. Hier sind auch einige Yoshis, einige andere Typen. Ich spreche die alle gar nicht an, weil... Ja, warum? Warum? Muss nicht so unbedingt sein. Kostet nur Zeit. Kostet Zeit und Nerven. Ich habe das Gefühl, dass es hier ein paar kleinere Ruckler gibt. Und was ist denn das da für eine Röhre, die wir da sehen? Wo geht's denn dahin? Okay. Was ist das? Wir befinden uns jetzt genau unter dem Park. Das kann nur eins bedeuten. Aha. Das sieht schön aus. Ja, es kommt das Wasser für den Brunnen. Okay, dann scheint es hier auch wirklich weiterzugehen. Oh, neue Gegner. Was? Okay. Wenn die auf dem Kopf sind, könnten wir rein theoretisch draufspringen. Aber es hat gerade nicht ganz so funktioniert. Neue Gegner. Mal gucken, was wie die so angreifen. Oh, okay. Mario hat inzwischen relativ wenig KP. Ist nicht so schlimm. Wir greifen den ja erstmal an.
Zack. Der überlebt das. Der überlebt das. Okay. Ach, falsche Taste gedrückt. Gerade so noch hinbekommen. So, dann. Ich will den besiegen. Riversine. Ah, okay. Interessanter Gegner. Tschüss mit dir. Und den hier vorne kriegen wir direkt auch noch. Und wir haben jetzt, glaube ich, da ist auf jeden Fall ein Ausrufezeichen. Haben wir ohne Schäden 7 können wir jetzt machen. Beende den Kampf gegen eine Riversine, ohne dabei selbst Schaden zu nehmen. Okay, 10 mal ausgewichen haben wir bisher 1 von 10 geschafft. Wow. Ah, okay, okay. Ich bleibe dran, ich bleibe dran. Mal gucken, ob wir es irgendwann hinkriegen. Ach, Mensch. Ja, hier haben wir natürlich jetzt auch Schaden genommen. Vielleicht klappt das im nächsten Kampf. Aber ich finde diese Höhle mega cool. Sieht insgesamt halt einfach mega cool aus. Ach, Luigi, 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 Mario. Ach. Ah. Okay. Nur das Beste, glaube ich, ausgeholt. Geht so. Und auch die Musik ist mega. Ich feiere die Gegend hier. Das ist voll cool. Ah, ist jetzt keine Riversine mit dabei. Nein! Oh nein, Mario. Nicht sterben jetzt. Ja, okay. Das ist jetzt deutlich schwieriger auszuweichen. Ich muss Mario heilen. Oder Luigi macht das alleine. Jetzt, wo Mario tot ist, können wir natürlich auch keine Boss-Attacken einsetzen, weil wir brauchen ja dafür beide Brüder. Und wir haben ja schon Wonnerpilze. Dann helfen wir mal Mario, indem wir ihm einen Wonnerpilz geben. Stellt die Hälfte der KP wieder her. Und ich habe so gerade, habe jetzt in der Runde halt auch bemerkt, dass man dann doch nicht so gierig ist. Oh Mann, ich hasse diese Gegner. Ach Mann. So, so. Und ich glaube, je nachdem, in welchem Uhrzeigersinn sich das Vieh dreht, greift er entweder Mario oder Luigi an. Ich glaube, gegen den Uhrzeigersinn drehen, heißt Mario wird zuerst angegriffen. Im Uhrzeigersinn heißt Luigi wird zuerst angegriffen. So würde ich es jetzt mal da schätzen. Das, ja, ist auch mal gut zu wissen. So, zack. Ein Exzellent. Und den... ich habe jetzt mit Wanne... Ach, Mann... Dass ich sogar diesen einfachen Angriff nicht ausweichen kann. Also meins ehrlich. Oh. Ja! Sehr schön. 1. Ich zähle jetzt mit 1. So. Und du hier weg. Na gut, den anderen kriegen wir jetzt auch weg. Wir müssen mal im Nein. Aber 2. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Luigi, mach ihn weg. Und wir kriegen wieder ein Item. Und zwar den Pilz. Meinte mich bauen auch. Man kriegt zu viele Items. Das stimmt. Die Shops machen hier keinen Sinn. Damals in Zusammen durch die Zeit gab es ja noch diese Boss-Items. Wie zum Beispiel der Panzer. Das wurde ja hier durch die Boss-Attacken ersetzt. Bedeutet, man hat deutlich weniger Items zur Verfügung, die man rein theoretisch einsetzen könnte. Was halt ein bisschen schade ist. So, 5 von diesen Dingern. Da kann ich doch jetzt mal ein bisschen ausweichen üben, oder nicht? Das ist doch Nummer 3 schon mal gewesen. Ich sollte das nicht in die Kamera zeigen, bei welcher Nummer wir sind. Ausweichen muss gelernt sein. Und wieder kriegt man Pilz. Warum bin ich immer so geizig mit den Pilzen? Ich weiß es nicht. Wir kriegen doch mehr als genug. Und wir haben auch noch dazu den Orden, dass wir unsere KP aufheilen können. Okay. Oh, da haben wir jetzt einen Gegner. Ach so, ich dachte, ich kann drunter durchlaufen, dass er dann vielleicht auf dem Boden so dingst. Ah, er macht eine extra Runde. Wow. So, gut, dann besiegen wir dich mal. Dass wir schon mal ein paar Punkte doch kriegen, indem wir den Kampf ohne Schaden vollbringen können. So, dich auf. Das reicht ja zum Ausweichen. Warte, warte, zurück. Ich darf nicht springen. Wenn ich die Biene angreifen möchte. So, zack. Und haben wir die Biene auf jeden Fall besiegt. Und dich kriegen wir auch noch gleich, diesen Nickerling. Ohne Schäden 7 bestanden. Sehr schön. 5 Punkte. Und die Fahnenstange geht immer weiter nach oben. Okay, da geht's vielleicht später weiter. Obwohl, nee, eigentlich nicht. Oh, ein Block, ein Block, ein Block.
immer schön abwechselnd. Was? Luigi ist da gerade in diesem Block so ein bisschen gebuggt. Das war ja unfair. Ich habe das Gefühl, dass wir auch hier keine Gegner mehr haben. Doch, einen Gegner haben wir noch. So, komm her. Ich wollte eigentlich springen, Erstangriff machen, aber es hat nicht ganz so funktioniert. Ah, oh, wieder die hier. Och, nee. Luigi. Ich muss Mario mal wieder heilen. Jetzt setze ich dann doch mal einen Pilz ab. Soll ich vielleicht Luigi auch mal heilen? Nee, wir haben bald die andere Attacke. So, zack. So, jetzt erstmal diese Viecher da hinten weg. Mario? Mann! Oh, den haben wir jetzt weg, aber... Ach, Mensch! Doch nicht, ey. So, das war jetzt übrigens mal möglich, den hier ausweichen. Das könnte jetzt erstmal der letzte Gegner gewesen sein. Glaube ich. Huh. So. Was gibt's denn hier unten jetzt zu machen? Da kann ich lang. Und da kann ich was aufbrechen mit einem Hammer. Nö. Okay. Höhle. Wo kann ich da lang? Hier hinten lang? Aha, aha. Vielleicht kommen doch noch ein paar Gegner. Kann sein. Ich mag die Höhle. Da ist auf jeden Fall ein Block. Mit einer Mäßighose. Die gucke ich mir direkt mal an. Ich glaube, Mäßighose haben wir schon. Oh, nee, wir haben Mäßigstiefel. Mäßighose hat Luigi. Könnte... Ja, macht die Verteidigung nochmal um 3 höher. Zieh ich Mario an. Ist zwar dieser Verteidigungsdings da weg, wenn man Schaden erleidet, aber ich habe jetzt sowieso vor, keinen Schaden zu bekommen. Solche Statue, die da einfach so liegt, das ist eine coole Höhle. Gefällt mir. Was ist da jetzt? Diese Maschine pumpt wohl das Wasser hoch. Und danach springt das Wasser aus dem Brunnen. Vielleicht können wir die Pumpe ja irgendwie verstärken. Wasserdruck erhöhen oder so. Was meint ihr? Wenn der Druck nur etwas steigen würde, dann könnten wir Blöcke sicher befreien, oder? Okay. Ja, dann drücken wir mal drauf. Oh. 3 Kreise bringen Zusatzpower. 3 Kreise, okay. Womit fange ich an? Links, Mitte oder rechts? Ich glaube zuerst links. So, links, Mitte, rechts. Sehr schön. Maximaler Druck. Uiuiuiui. Passt auf nicht, dass die Rohre platzen. Eieiei. Ey! Mein Hinterteil! Das wird jetzt durchgeweicht. Das drückt mich von hinten. Au, das ist nicht fair. Hey, die Kamera! Mein 3DS! Okay, sieht wieder gut aus. Blöcklis Verwaltungshütte. Wasser, Marsch. Aua. Okay. Jetzt kann ich einfach 10 Tage lang nicht sitzen. Und das Wahrzeichen unseres Parks, der Pennebrunnen. Es hat sich ausgepennt. Ja, ist irgendwie explodiert. Schon doof.
Warum? Zumindest hast du dich nicht verletzt. Meine ganze Arbeit zerstört! Zerstört! Er hat ziemlich schlecht verdaut. Ehrlich gesagt habe ich gerade eine brandneue Bewässerungsmaschine fertiggestellt. Ich werde den Boden sowieso bald abreißen. Gut zu wissen. Dann kriegen wir jetzt das Kissen. Wofür wollt ihr das Ding überhaupt haben? Das ist nicht einfach nur irgendein altes Kissen. Das ist ein Traum. Das ist Traumwurst, eines der ältesten des Kisso-Volkes. Unglaublich. Traumwurst der Kisso? Wie ist denn das? Ach, nicht so wichtig. Das Kissen könnt ihr ruhig in der Hütte des Parkverwaltung benutzen. Dann habe ich noch ein Geschenk für eure Hilfen. Was? 10 Attacken von... einfach so? Jetzt hast du alle Attacken von Fragmente, die es gibt. Ja. Ich bitte, du hast eine neue Panzer. Ja. Ja. Grüner Panzer 3D. Ach, das ist für Luigi. Ach so, Luigi hatte noch keine Paarattacke. Und jetzt weiß ich auch, was das da unten zu bedeuten hat mit M und L. Roter Panzer für Mario, grüner Panzer für Luigi. Ach so. Das ist gut zu wissen. Hey, danke. Keine Ursache. Jetzt zu dem Kissen. Sollte der Parkverwaltung geht es hier entlang. Dort könnt ihr das Kissen von mir aus gleich ausprobieren. Ich denke, das sollte funktionieren. Ja, und wir machen dann im nächsten Part dann an der Stelle hier weiter. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Lasst gerne eine Bewertung da, wenn euch dieser Part gefallen hat. Und wir sehen uns. Tschüss.